So dürfte das gerade so klappen, oder? Ja. Und wie kommen wir von hier aus weiter? Nicht so. Das geht tief hinab. Autsch. Weil da hoch würde ich eigentlich auch noch gerne. So, jetzt bitte einmal Vollgas. Die Waschbären hier habe ich gefüttert. Die sind auch ganz happy. Nein, es soll mal hell bleiben, bitte. Dieses ständige Tag-Nacht-Gewechsel. Affen? Hier? Ja gut, Bananen habe ich leider nicht für euch, also müsst ihr euch mit Körnern zufrieden geben. Das hier kriege ich immer noch nicht kaputt. Das genauso wenig. Okay. Südwärts. Das ist der Spiegel, den wir gerade nicht brauchen. Achso, nur die kleine Tür hier ist offen. Das Haupttor nicht. Und weiter geht's. Direkten Weg nach unten. Und speichern wir mal. So. Der mysteriöse White Wasfeld. Der Eingang wurde durch das Euner-Wappen versiegelt. Sie taten das, um dieses Gebiet vor dem Monster zu schützen. Ursprünglich hatte dieser Wald seine eigene Macht, um sie fernzuhalten. Aber ich frage mich, ob Josfeld seine Macht verloren hat. Schließlich ist nichts mehr sicher vor dem Bösen in diesem Land. So, das war hier. Oh, wer hat den denn eingeladen? Oh, du siehst nicht gerade nett aus. Ja, und eisig siehst du aus.
Au. Ich hätte dich nur rampinkeln müssen. Aber egal. Du bist recht tot. Zeit und Schaden, Solana. Was sagt denn meine treue Bestiariumsrolle zu dem Vieh? Bullenteufel. Ah ja. Der Bullenteufel ist berüchtigt dafür, eine wichtige Rolle in der Hölle zu spielen. Er ist sehr mächtig und kann Seelen mit seinem Eisatem einfrieren. Er ist zwar stark, aber auch nicht stärker als ein Ogre. Jeder, der gegen einen Ogre gekämpft hat, wird auch hier erfolgreich sein. Natürlich können nur die Besten der Besten Ogre besiegen. Ja, unsere Ogre-Kumpel hier. Warum auch immer Rothelm hier ist. Blauer Zyklon. Ja, Rothelm sieht schon ein bisschen aus wie Orochi, nur dass Rothelm, glaube ich, ein Hund oder sowas darstellen sollte. Pesthauch hat auch ein bisschen was von Orochi, wenn man sich das so ansieht. So, okay. Die Bären hier sind gefüttert. Und wir können hier durch dieses tolle Siegel, weil wir ja den passenden Schlüssel haben. Beziehungsweise Talisman. Josfit. Der östliche Wald. Die ersten Bewohner von Kamui tauften ihn Josfit. Das bedeutet in der alten Sprache verschlingender Wald. Man sagt, der Wald wird dich verschlucken, wenn du dich verirrst. Kai sagte, sie würde hier auf uns warten. Ich frage mich, wo sie steckt. Wacker? Na, ja, Wacker. Ah, Amaterasu. Ha, nicht schon wieder diese Möchtegern-Prophet. Was suchst du jetzt schon wieder, Darling? Ich suche immer noch nach, du weißt schon was, aber diese Kette macht es einem ganz schön schwer. Als ob uns das interessieren würde, Hübscher. Wenn du uns weiter folgen willst, dann solltest du uns lieber sagen, wer du wirklich bist. Wer ich wirklich bin? Genau, ich meine, wir wissen bereits, dass du nichts Gutes im Schilde führst. Excuse me, aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich suche nach einem bestimmten Pfad. Man könnte sagen, ich bin ein Sucher des ewigen Himmels. Aha, jetzt weiß ich, warum du immer von einem Pfad in den Himmel laberst. Du planst einen Wolfsmord. Danach willst du Amis Platz im Himmel einnehmen. Hoch. Hey, dieser Blick lässt mich vermuten, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Das erklärt auch, warum du überall auftauchst, wo wir hingehen. Ein Pfad in den Himmel, pa. Eher ein Highway zu, du weißt schon wohin. Woher weiß ich so, was ein Highway ist? Du verstehst mich falsch, mein kleiner hüpfender Freund. Der Pfad in den Himmel, den ich suche, hat nichts mit solch vulgären Dingen zu tun. Mein Pfad in den Himmel ruht hier in dem Land von Kamui. Ich suche eine himmlische Arche. Himmlische Arche? Das ist richtig. In Kamui gibt es ein Schiff, das vom Eis eingeschlossen ist. Ich kann es jetzt spüren, ich kann es fast greifen. Du weißt das auch, oder? Etwa nicht, Amaterasu? Hey, lass das Fallknäuel da raus. Nun, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Diesmal gibt es keinen Grund für irgendwelche Prophezeiungen. Goodbye. Ja, Labersack. Also hier ist schon mal ein Safe Point, den wir nutzen sollten. Sicher ist sicher, darüber speichere ich mal den letzten Spielstand. Ich habe bereits auf dich gewartet, Amaterasu. Hast du das schon gewusst, dass Josfit verschlingender Wald bedeutet? Es wird gesagt, wenn man sich hier verirrt, dann kommt man nie wieder heraus. Sogar die Monster versuchen, so gut es geht, diesen Ort zu meiden. Unserem Stamm wurde der Schutz dieses Waldes anvertraut. Deshalb ist der Eingang auch mit dem Einersiegel versiegelt. Aber seit kurzem wird die Macht des Waldes schwächer. Deshalb ist es schwierig, vorherzusehen, was uns darin erwartet. Aber wenn wir es bis tief in den Wald reinschaffen, werden wir an einen besonderen Ort kommen. Es ist ein geheimer Ort, den Menschen niemals erreichen können. Ich hatte so eine Art Verbindung zu dem Ort, als ich klein war. Darum kenne ich auch den Weg. Stimmt sie so? Es besteht die Chance, dass Dika vielleicht dort ist. Wir verlassen uns dann auf dich, Amaterasu. Nun ist es an der Zeit, unsere Expedition in den Wald zu beginnen. Wenn so schnell du kannst, bist du bereit aufzubrechen? Na klar. Lass mich dich warnen.
Unterschätze diesen Wald nicht, okay? Die Pollen der Bäume haben die Macht, Lebewesen zu verwirren. Wir Euler können hier nicht lange bleiben und ich nehme an, du auch nicht. Keiner von uns möchte hier diesem Schneesturm verloren gehen und hier draußen sterben. Also bleib an mir dran und fall nicht zurück. O Geister der Luft, der Erde und der See, beschützt uns mit euren göttlichen Kräften. Kristalle erhalten, ja. Ach, sie wartet da immer auf uns. Das ist aber nett. Eine Perle erhalten. Ja, ein paar Bäume zu entzaubern, das kriege ich noch hin. Unterwegs. Ein Essknochen, yay. Au. Und wir sind schon durch, oder was? Nö. Au. Was ist mit dir? Kann ich dich heilen? Nö, hier muss ich auf Weißzapfen aufpassen, die von der Decke fallen. Ein M-Knochen. Yay. Au. Wie viel extra Zeit kriege ich jetzt wieder? 30 Sekunden, das ist gut. Das wiederum nicht so. Göttliches Amulett erhöht die Göttlichkeit auf Max. Au. Porzellantopf. Wieder 30 Sekunden Bonuszeit. Au. Ich krieg gerade keine Dings hin. Keine Konter. Ich glaub's nicht. Komm. So, dankeschön. Au. Ey, da war kein Schatten. Das war gemein. Eine Perle. Das ist immer gut. Ja, ich hoffe, dass wir langsam mal durch sind, weil langsam... Hilfe?
Das finde ich nicht nett. Oh, das ist ja furchtbar hier. Oh ja, Zeit hat Weile. Nein, das ist nicht schön. Oh, Schatz, komm her zu mir. Oh Gott, wieder Eiszapfen. Stahlseensacke. Und wir sind wieder gelähmt. Yay. Eine Heilung. Kannst du das demnächst mal gewesen sein, bitte? Oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind da. Es ist schon eine Weile her, seit ich das jetzt mal hier war. Deshalb hatte ich Zweifel, ob ich es noch schaffe. Weißt du, trotz dieser langen Zeit hast du dich ja kein bisschen verändert. Aber Terrasso. Dieser Ort ist das kleine Geheimnis von Yosfet. Wir kommen in Ponktan, der Heimat der Koropokel. Ich bin sicher, Isrun wird dir noch mehr darüber erzählen. Ach, egal. Kemo hatte Likas Gegenwart hier gespürt, stimmt's? Wenn wir sie nicht finden, bevor der Tag der Finsternis beginnt und sie nicht die Vulkanbeschwörung durchführt, dann wird Kamui für immer unter Eis begraben werden. Wir verlassen uns alle auf die Amaterasu. Das hier ist Ponktan, die Heimat der Koropokel. Es ist ein geheimer Ort, den Menschen nicht erreichen können. Aber egal, Kemo hatte Likas Gegenwart hier gespürt, stimmt's? Wenn wir sie nicht finden, bevor der Tag der Finsternis beginnt und sie nicht die Vulkanbeschwörung durchführt, dann wird Kamui für immer unter Eis begraben werden. Wir verlassen uns alle auf die Amaterasu. Mhm. Erstmal machen wir es grüner hier. Füttern hier ein paar Tiere. Ja, Hirsche hatten wir schon mal. Wir hatten eigentlich alle Tiere schon mal, weil so gesehen ist die Tierliste, was Tiere angeht, die Anzahl, die verschiedenen Tierarten angeht, komplett. Schweine gibt es hier auch noch. Die kriegen Futterkorn. So. Die Sorte hat sich kein bisschen verändert. Amei, das Koropokeldorf Ponktan ist in diesem Baumstumpf. Zum Schein, dass du es groß bist. Ich bin sicher, es würde dir gefallen, da reinzugehen und mit den Bewohnern zu sprechen. Hi, Schrumpfhammer. Du kommst ja wie aus dem Nichts auf Bestellung. Hey, ist das nicht? Ja, es ist das Wunschzepter. Was macht es denn hier? Sag mir nicht, dass es dir deine Güte vergelten möchte. Wer hätte gedacht, dass Sachen so loyal sein können? Ich schätze, du könntest Ponktan besuchen, wenn du kleiner wärst. Nun, Felkneut, gehst du nun da rein, oder was? Jo. Wirklich? Nun, ich schätze, das könnte die... du könntest die Dorfbewohner nach Lika fragen. Aber du wirst alleine gehen müssen. Ich werde da nicht hineingehen. Mein cooler Helm könnte an so einem uncoolen Ort Schaden nehmen.
Wunschzepter. Für mich ist das immer noch ein Hammer, der uns fast erschlagen möchte.